Herzlich willkommen zur ETF-Vorstellung hier zum Wochenausklang bei der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und in Düsseldorf mit dem Andi. Hallo Andi. Andreas, ich grüße dich. Ja, schön, dass du wieder etwas Spannendes herausgesucht hast. Ich habe schon so ein bisschen überlegt, was die Themen der Woche gewesen sein könnten und auch in der Community einmal quer gefragt. Und da war die einhellige Meinung, es ging um Autos. Enttäusch mich bitte jetzt nicht. Es läuft quasi nach dem Motto, totgesagte leben länger, die deutsche bzw. europäische Autoindustrie. Das ist schon richtig, das ist unser Thema heute. Ja, und dem Thema wollen wir uns auch zuwenden mit einem entsprechenden Produkt, was wir wieder genau beleuchten, wo wir am Ende sagen, für welche Anlegerklientel das Ganze geeignet ist. Und nach dem Titelbild würde ich direkt dazu übergehen, dich einmal zu dem Produkt zu befragen. Und zwar als erstes, ist das denn ein globales Produkt von den Anlageländern und so weiter her? Es ist schon ein normales Produkt, in Anführungszeichen. Es zielt auf Europa ab. Wir haben die europäischen Autobauer hier drin, aber auch die Zulieferer wie Continental als Autobauer. Klar, die klassischen Beispiele wie VW, BMW und Daimler als größter Party in diesem ETF. Aber auch die Zulieferer wie Continental sind hier vertreten, heißt auch wieder breit gefächert und ja, guter ETF wie immer. Die Zusammensetzung haben wir uns gerade hier live angeschaut von der Comdirect. Da ist das Ganze abgebildet und weil wir die Autowerte in dieser Woche sehr oft porträtiert hatten, auch einmal ein kleiner Zusammenschnitt, ein Benchmarking letzten Endes, ein Vergleich der verschiedenen Automarken. Und da fällt ins Auge, dass Volkswagen die obere grüne Linie sehr, sehr deutlich performte, ein Stück weit dahinter BMW, dann die Daimler, nicht nur in dieser Woche, sondern der Chart ist ab Anfang März gezeichnet und etwas underperformant war die Tesla. Wie kommt denn sowas? Ja, es war wahrscheinlich schon die ganze Woche morgens bei dem Thema in den Videos. Es ist ein großes Comeback der europäischen Autobauer. Sie steigen völlig um auf E-Mobilität und sind gut aufgestellt, was das angeht, auch von der finanziellen Struktur her. Wir sehen steigende Zinsen, die halt so stark verschuldeten Unternehmen wie Tesla eher wehtut. Von daher könnte man sagen, irgendwo zwischen Tesla und diesen europäischen altmodischen Autobauern liegt da wahrscheinlich die Wahrheit. Das stimmt und die Wahrheit ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Spannendes, was wir immer wieder versuchen herauszufinden. Und der Chart, der langfristige Chart dieses ETF sieht ähnlich spannend aus. Wenn man ihn hier bei der LS Exchange aufruft, sieht man über 100% Performance und der Blick auf die genauen Kennzahlen zeigt das nochmal genauer. Auf Sicht von einem Jahr hat der ETF eine Rendite von 151% erzielt, wobei man sagen muss, dass natürlich auf Sicht von einem Jahr auch jetzt der Tiefpunkt erwischt wurde nach der Corona-Pandemie, also das Ganze etwas verzerrt ist, denn auf längere Sicht, also auf Sicht von 3 Jahren, hat der ETF dann nur in Anführungsstrichen 10% Performance erwirtschaftet, was sich aber insgesamt auch sehen lassen kann. Sehe ich auch so. Du hast gerade schon angesprochen, man muss natürlich jetzt aktuell sehr stark darauf aufpassen, dass man nicht auf diese Jahresperformance hereinfällt. Wenn man jetzt eine Jahresperformance heranzieht vom März letzten Jahres, da sieht ja fast jeder Chart, ist ja fast ein Verdoppler und da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber man sieht die Woche wieder ganz klar, es gibt zu jedem Thema, diese Woche sind die Autos aktuell, es gibt zu jedem Thema einen ETF quasi. Man kann auch jetzt wieder, wenn man sich nicht sicher ist, ist es VW, die das Rennen machen, ist es Daimler, ist es BMW, kann man breit gefächert in den Markt. Man verringert das Risiko und kann so seine Rendite erzielen. Und die Rendite möchte man natürlich langfristig erzielen und deswegen immer einer der Abschlussfragen hier. Für wen ist denn dieser ETF geeignet? Für alle, die langfristig investieren wollen, als Sparplan, wie immer. Trotzdem würde ich hier bei diesem ETF noch herbeifügen, dass wir hier ein Fondsvolumen aktuell von nur 26 Millionen Euro haben. Das ist nicht wenig, das ist aber auch nicht sonderlich viel, wenn man es zum Beispiel mit den Nicht-Branchen-ETFs vergleicht, wie ein MSCI World etc. Trotzdem ist Invesco ein völlig stabiler Anbieter da, von der Seite muss man sich absolut keine Sorgen machen. Nur das sind so Dinge, wo man halt immer auch ein Auge drauf haben muss, wenn man sich dazu entscheidet, ETFs zu kaufen, keine Frage.
Das hast du schön gesagt und sicherlich wird der ein oder andere, der hier ein ETF-Fan ist, auf den verschiedensten Publikationen, die wir in den letzten Wochen immer abgedreht haben, zusammen auch noch weitere Anregungen finden. Dazu seien genannt neben YouTube auch Twitter, Facebook, Instagram und die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne bedanke ich mich einmal mehr für deine ausführliche Darbietung und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch und grüß mir den Daniel gleich. Das mache ich. Mit dem Daniel wird es gleich noch ein Video geben in der Aufzeichnung, wie das ausgesteuert wird. Lassen Sie sich überraschen. Auf jeden Fall wird für jeden Tag hier ein Video vorgesehen bei der LS Exchange auf den genannten Kanälen. Also kommen Sie gut informiert und erfolgreich durch die Woche und bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH für die LS Exchange.